Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal so ein kleines Experiment. Ich habe mir in Corona-Zeiten überlegt, wie kannst du dich bewegen? In Fitnessstudios würde ich sowieso ungern gehen. Macht mir einfach keinen Spaß und mit dem E-Bike fahre ich natürlich gerne. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, vielleicht kannst du ja auch mit dem E-Bike fahren abnehmen. Nun ist das ja die Light-Version von Fahrradfahren und geht natürlich auch einfacher, als wenn man direkt in die Pedale ohne Elektrounterstützung tritt. Aber ich habe mir einfach mal überlegt, vielleicht eine Woche komplett zur Arbeit hin und zurück zu fahren. Das ist ungefähr ein Arbeitsweg von mir von gesamt 45 Kilometern. Und das habe ich auch mal gemacht. Also eine Woche lang komplett mit dem E-Bike hin und zurück gefahren. Das Auto wirklich die Woche nicht angefasst. Selbst einkaufen bin ich gewesen, mit dem E-Bike ein paar Termine erledigt. Und ich wollte eigentlich mal wissen, kann man wirklich Kilos verlieren durch E-Bike fahren? Der Corona-Speck muss weg und es ist Frühling und vielleicht ist das ja wirklich die einfachste und schönste Alternative, auch mal ein bisschen abzunehmen. Ich habe weder einen neuen Essensplan, weder einen weiteren Fitnessplan. Ich fahre wirklich nur diese Woche E-Bike und das sind so 2 Stunden, die ich dann am Tag unterwegs bin und will einfach mal gucken, was passiert, wenn du dich einfach mal komplett eine Woche bewegst mit dem E-Bike. Nimmst du Kilos ab oder ist das einfach nur Blödsinn, weil das E-Bike ja ein bisschen mehr unterstützt? Ich fahre jetzt so in dem Modus 2 bzw. 3, das unterstützt so 45% bei der Fahrradfahrt, also ganz entspannt und auch nicht verrückt und nervös, dass man jetzt hier sozusagen unbedingt alles verlieren möchte. Ich will einfach mal wissen, kann man ganz entspannt abnehmen mit dem E-Bike, dabei noch Spaß haben, habe mir natürlich das beste Wetter ausgesucht, 9 Grad Außentemperatur. Abends, wenn ich nach Hause fahre, dann sind das 3 Grad bis 0 Grad, aber nur die Harten kommen in den Garten und ich will's wissen. Also viel Spaß bei diesem Video. Gefahren wird mit meinem ein Jahr alten Profete Entdecker Herren E-Bike 28 Zoll mit Mittelmotor, AEG-Akku und einem Drehmoment von 100 Newtonmetern. Die Reflexbereifung, die kommt aus dem Hause Continental und die hydraulischen Scheibenbremsen vorn und hinten, die kommen von der Firma Shimano. Die Santur Federgabel gewährleistet den nötigen Komfort beim Fahren. Gute Voraussetzung, um heil anzukommen und bisher habe ich mit meinem Bike noch keine Probleme gehabt. Wer sich dafür interessiert, der kann natürlich gern meinen Film hierzu anschauen. Dieser ist hier oben links für euch verlinkt. Für die, die es wissen wollen, noch ein paar Infos zur Tour. Wenn du so 2 Stunden am Tag unterwegs bist, musst du natürlich ein paar Sachen mitnehmen, falls dir dann irgendwas passiert. Erstens, klar, immer mit Helm fahren. Da habe ich hier einen richtig schönen Helm erwischt. Der kostet 25 Euro. Der ist für meinen Riesenkopf ideal und geht sogar noch größer zu stellen. Total leicht. Habe ich mal in die Beschreibung mit reingepackt. Wen es interessiert, wer jetzt einen neuen Helm haben möchte, den kann ich nur empfehlen. Aber was natürlich am wichtigsten ist, was er braucht, ist klar, Luftpumpe nicht vergessen, falls irgendwie mal ein Stein bzw. eine spitze Scherbe kommt und die Luft verloren geht, müsst ihr natürlich nachpumpen. Gleichzeitig habe ich mir dann noch so ein Spray besorgt hier. Das ist, wenn du einen Platten hast, kannst du das irgendwie mit so einem Klebstoff direkt hier wieder auffüllen, sodass du einigermaßen nach Hause kommst. Also hast dann nicht sozusagen hoffentlich den großen Notfall, dass man nach Hause laufen muss. Denn bei 45 Kilometer Strecke ist das dann wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Also wie gesagt, so ein Spray, weiß nicht, kostet vielleicht 5 oder 6 Euro, sollte man ebenfalls in der Tasche haben. Und für abends habe ich mir dann noch was besorgt. Das ist natürlich klar für alle Motorradfahrer, die kennen das. Aber wenn du das abends hier direkt über den Kopf ziehst, da guckt dann nur das Köpfchen raus. Mund ist ebenfalls bedeckt und kostet auch, weiß ich nicht, 5 Euro, 6 Euro. Aber hält richtig schön warm an den Ohren, wenn du so bei kalten Temperaturen unterwegs bist. Kann man auf sowas nicht verzichten, denn das ist richtig schön und vernünftig. Ja, den Rücken so ein bisschen eingewickelt mit einem Schal bzw. längeren Hosen und dann kann es schon losgehen. Also mehr habe ich auch nicht mit, einem Schluck Wasser habe ich immer noch in der Tasche und ansonsten geht das einigermaßen vernünftig und ich denke mal oder ich hoffe mal, dass nichts passiert auf den Touren, aber so ein bisschen muss man schon gerüstet sein, falls es dann doch soweit ist. Sieht so aus, als wenn es vielleicht noch regnen könnte heute. Die Sonne guckt ein bisschen durch, aber wir gehen es an. Natürlich eine Woche mit dem E-Bike. Und bevor ich einen Helm aufsetze, wollte ich, wie gesagt, nochmal die Moderation machen, um einigermaßen vernünftig auszusehen. Also, los geht's. Tag 1 Experiment abnehmen mit dem E-Bike. Eine Woche lang zur Arbeit fahren, gucken, ob ein paar Kilos wegkommen.
ab und zu wird man auch noch ein bisschen belohnt, wenn man unterwegs ist, nämlich mit schönem Wetter, teilweise Sonne, auch wenn nur 7 oder 8 Grad Außentemperatur sind, ist dann natürlich ein bisschen Sonne angenehm. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann fahre ich immer noch so ein bisschen durch die Parks hier von Potsdam. Und das ist so ein bisschen Entspannung pur, weil hier hat man echt seine Ruhe noch im Moment. Es ist noch nicht voll und macht Spaß. So, zweiter Tag wieder zurück im heimischen Keller und es ist richtig kalt draußen. Also 3 Grad bis 2 Grad Außentemperatur, da braucht man hier schon so eine motorradähnliche Maske, damit man sozusagen auch die Ohren ein bisschen warm hält und natürlich auch komplett die Nase. Bisschen kühl ist es unten rum, da werden wir morgen nochmal für Alternativen sorgen. Ansonsten Tag 2, wiederum knapp 45 Kilometer gefahren. Und so langsam geht's besser. Man fühlt sich abends richtig schön fit und frisch. Allerdings ist wirklich kalt, gerade hinten am Po. Ja, und deswegen geht's jetzt erstmal in die Wanne. Ja, der Tag 3 und es macht immer noch Spaß, mit dem E-Bike zur Arbeit zu fahren. Nun haben wir gesagt, machen wir eine Woche komplett E-Bike zur Arbeit fahren und dann ziehen wir das auch durch. Die ganze Woche soll es nicht regnen, das ist schon mal das Angenehmste an der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen kühl, aber manchmal entschädigt auch die Aussicht und die frische Luft. Hier muss ich meistens immer durch, das ist so eine Parkanlage. Und so langsam kommt der Frühling, man sieht es dann schon an den Blümchen und an den Bäumen, die da so langsam blühen. Und das macht immer so ein bisschen fröhlich auf dem Weg zur Arbeit. Aber es ist immer noch saukalt. So, heute ist Donnerstag und das heißt, es ist der vorletzte Tag meiner Challenge und wie gerne würde ich jetzt in mein Auto einsteigen, die Sitzheizung anmachen und einfach noch ein paar Leute anrufen und zur Arbeit fahren, denn der liebe Gott hat es mal wieder gut gemeint. Wir haben 7 Grad Außentemperatur, zum Glück regnet es heute nicht, das ist das einzige Positive, aber mittlerweile am Donnerstag tut mir dann schon der Hintern weh, mir tun die Oberschenkel weh, aber wir ziehen natürlich durch, noch 2 Tage und gestern wollte ich eigentlich nur zur Arbeit fahren, musste aber zwischendurch dann noch ein paar Termine erledigen, die dann auch noch mit dem Fahrrad. Das waren noch mal ein paar zusätzliche Kilometer. Also es lohnt sich wirklich, sich ein bisschen zu bewegen, aber ja, es macht manchmal keinen Spaß, wie zum Beispiel heute. Aber wir ziehen durch, auf geht's. Gucken wir mal, dass der Wind vielleicht nicht so stört. Halt mal die Hand hier so ein bisschen übers Mikrofon. Und muss ehrlich sagen, also das ist hier meine Lieblingsstrecke. Wenn du dann in die Stadt kommst, ist es nicht so schön, weil in der Stadt ist immer Stress und dann hast du noch andere Radfahrer vor dir und dann gibt es ganz, ganz viele LKWs, die ich überhaupt nicht mag. Also hier ist es grün, es ist schönes Wetter und es macht Spaß. Und es ist Freitag, das heißt der letzte Tag, an dem ich in dieser Woche mit meinem E-Bike unterwegs bin. Und erstmal Respekt an alle, die wirklich komplett mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit fahren. Das ist schon eine Hausnummer, wenn ich überlege, dass ich gestern im strömenden Regen bei 2 Grad Außentemperatur dann erstmal nach Hause fahren musste und das dann überhaupt keinen Spaß macht. Und wer wirklich darauf angewiesen ist, beziehungsweise halt wirklich nur ein Fahrrad hat, ey, Daumen hoch, Respekt. Das ist echt eine Leistung. Hier dieser verwöhnte YouTuber-Körper, der sitzt sonst immer am Schreibtisch und fährt dann ganz gemütlich mit dem Auto zur Arbeit. Und das merkt man auch beim E-Bike-Fahren. Also da fehlt schon ein bisschen Power, da fehlt natürlich auch schon ein bisschen die Frühlingskondition, kann man so sagen. Aber wie gesagt, heute motiviert und fröhlich geht es nochmal in die letzte Runde ab zur Arbeit. Der Wettergott, der spielt zum Glück ein bisschen mit. Also er beschert mir auch mal das zweite Mal in dieser Woche Temperaturen im zweistelligen Bereich, nämlich genau 11 Grad und ein bisschen Sonne. Also macht das heute auch wieder Spaß, nachdem es gestern überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dann nass zu Hause anzukommen und erstmal in die Wanne zu rennen. Aber wir haben Freitag, letzte Runde, auf geht's! We'll be right back.
Es ist soweit. Mein Gewicht weiß ich jetzt. Kommen wir mal zum Fazit. Hier 5 Tage mit dem E-Bike, jeweils 2 Stunden pro Tag unterwegs. Und das Ganze dann auf 238 Kilometer im Laufe der 5 Tage. Und was habe ich daraus gelernt? Auf alle Fälle, erstens fühle ich mich fitter. Das heißt praktisch schon nach, sag ich mal, 3 bis 4 Tagen hat so ein bisschen man könnte Bäume ausreißen, so ein Gefühl eingesetzt. Natürlich tut mir der Hintern weh und natürlich tun mir die Oberschenkel weh. Aber anhand des Fun-Faktors macht es eigentlich richtig Spaß, komplett mit dem E-Bike unterwegs zu sein. Das Einzige, was natürlich doof ist, ist natürlich das Wetter. Ja, es war ein bisschen zu früh, also teilweise war ich bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad abends unterwegs. Und am Tag war es auch nicht relativ angenehm. Dann mit 7 Grad Außentemperatur, Handschuhe, Schal und ihr habt das alles gesehen. Also vom Wetter her ist es natürlich nur der Fakt, dass es dann Spaß macht, wenn es wirklich so 15, 20 Grad sind, dann ist es natürlich ideal. Aber ich wollte es euch mal zeigen und mir persönlich ebenfalls beweisen, ob man dann halt mit dem E-Bike über eine Woche auch Kilos verlieren kann. Vom Essen her ist es wirklich so gewesen. Ich habe mir abends manchmal noch einen Döner geholt und habe mir vielleicht auch ein paar Nudeln gemacht und habe wirklich in Sachen Ernährung genau das gemacht, was ich immer gemacht habe. Nämlich, wenn ich Hunger habe, habe ich was gegessen und ich habe auch nicht Reis und irgendwelches Gemüse gegessen oder andere Dinge, sondern ganz normale Sachen. Und ich kann euch sagen, jetzt gucken wir mal auf die Waage. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich nicht erwartet. 2,7 Kilo und das Ganze dann in 5 Tagen nur mit Bewegung. Das heißt praktisch nur wirklich 2 Stunden am Tag auf dem Fahrrad trampeln. Der Modus zwischen 30% und 40% Unterstützung. Und manchmal natürlich am Berg, da wurde auch geschummelt, da habe ich dann einfach mal auf 5 geschalten und bin den Berg ganz easy hochgefahren. Aber dafür ist ja so ein E-Bike da und ich muss es ja nicht übertreiben und ich muss jetzt sozusagen ja nicht 20 Kilo in einer Woche verlieren. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte für mich beweisen, kann ich mit dem E-Bike abnehmen oder kann ich es nicht? Und ich kann deutlich sagen, ich kann es ganz easy und ganz locker und innerhalb von 5 Tagen knapp 3 Kilo verlieren, ist schon mal eine gute Sache. Was ich noch sagen muss, gerade für Menschen mit viel Übergewicht oder halt Kreislauferkrankung, Herzerkrankung etc., finde ich, glaube ich, dass das eine gute Alternative ist, hier wirklich Kilos zu verlieren, weil du machst dich ja nicht kaputt. Also du bist ja quasi wie beim Schwimmen, bist du ja einfach nur hier am Treten und am Funde verlieren. Und über längere Zeit lohnt sich das natürlich auch für Leute, die wirklich sehr viel Gewicht haben bzw. Kreislaufprobleme oder Herzprobleme, bin ich der Meinung. Und was gibt's noch zu sagen? Jeder Hersteller empfiehlt, nach ca. 200 Kilometern die Kette zu reinigen und zu ölen. Das geht ganz einfach mit einem Lappen. Dann das Kettenöl auftragen und nach dem Ölen wieder das überschüssige Öl abwischen. Wichtig ist ein Öl, das den Schmutz nicht bindet und flüssig läuft. Wie dieses hier, was ich euch mal in meinen Videobeschreibungen verlinkt habe. Wer das richtig machen möchte, hier auf dem E-Bike abzunehmen, der muss natürlich auch noch ein paar Faktoren beachten. Und zwar ist das so, dass man wirklich nicht in der höchsten Stufe fahren sollte und das nicht die ganze Strecke. Dann kann man vielleicht auch Kilos verlieren, man hat Bewegung, aber es bringt nicht den erwünschten Effekt. Am besten ist es, wenn ihr so zwischen Stufe 1 und maximal 3 euch bewegt, hier beim E-Bike, beziehungsweise zwischen 30% und 40%. Das ist dann, glaube ich, das Maximum beim Fahren. Wer so ein bisschen auf seine Herzfrequenz achten möchte, weil man so ab 100 Schlägen pro Minute, da fängt man dann an, sozusagen so ein paar Kalorien zu verlieren. Für den kann ich was empfehlen. Und zwar, ich habe ja auch nicht so eine teure Smartwatch oder so. Warum soll ich mir das kaufen für eine Woche Fahrradfahren? Bringt ja nichts. Ich habe mir hier so eine 25-Euro-Uhr geholt. Die gibt es bei Amazon. Und die misst dank der App im Telefon deine Herzfrequenz und deine Schritte und alles drum und dran. Und das reicht natürlich völlig aus. Also wer so ein bisschen auf seine Herzfrequenz achten möchte, sodass er auch halt seine Kilos verliert, für den empfehle ich hier wirklich so eine günstige Uhr, habe ich mal in meiner Beschreibung verlinkt. Macht auf alle Fälle ihren Job. Und denkt bitte dran, wie gesagt, wer so ein bisschen ernsthaft die ganze Geschichte anfangen möchte, bleibt so bei 100
Schlägen pro Minute. Meine Schläge waren 85 pro Minute, so im Durchschnitt. Also ich habe es wirklich nicht übertrieben. Aber ich bin stolz. Eine Woche, knapp 3 Kilo weg. Was ich natürlich jetzt nicht machen werde, ich werde jetzt nicht mehr bei schlimmem, schrecklichen, scheußlichem Wetter fahren. Nicht mehr bei 2 Grad Außentemperatur, auch nicht mehr bei 7 Grad Außentemperatur. Nur noch bei schönem Wetter, weil das nervt wirklich. Wenn du abends nach Hause fährst mit so einer dicken Motorradmaske, Handschuhe und allem drum und dran, nur um sozusagen jetzt Bewegung zu kriegen. Ach, für mich ist das nicht so das Richtige. Da nehme ich mir lieber schönes Wetter. Es gibt natürlich auch in Deutschland Phasen, wo wir schönes Wetter haben. Darf man nicht vergessen. Gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen in dieser Woche. Die guten Erfahrungen waren natürlich 2-mal schönes Wetter und gleichzeitig bist du mit dem E-Bike ja so ein bisschen an der Ampelkreuzung in der Stadt im Vorteil. Und das habe ich auch manchmal genutzt, muss ich ehrlich sagen, wenn so, weiß ich, 4, 5 Leute vor mir standen an der Ampel mit ihren Fahrrädern, habe ich hier einfach mal auf 5 gedrückt und sozusagen angefahren bei Grün. Und dann kommst du natürlich, zack, wie bei einem V8-Motor direkt relativ schnell vorwärts und überholst auch sehr schnell alle anderen. Schlechte Geschichte war gewesen, dass mich ein LKW überholt hat und der einfach zu früh dann wieder rübergezogen ist und ich dann wirklich schon irgendwie ein bisschen Angst hatte, an diesem LKW zu kleben. Zum Glück ist es nicht passiert und ja, das waren so ein bisschen meine guten und schlechten Erfahrungen in dieser Woche. Wie ist es denn gelaufen in dieser Woche? Montag war es ein bisschen kompliziert, weil wirklich 40 Kilometer an einem Tag ungeübt. Ich habe den ganzen Winter nur am Computer gesessen, mich kaum bewegt, viel gegessen und dann direkt drauf auf Fahrrad und 40 Kilometer, egal ob E-Bike oder normales Bike, das merkt man schon. Der Dienstag war dann mehr so ein Schweinehund-Tag, wo man sagt, eigentlich müsste man jetzt mit dem Auto fahren, sich schön irgendwo die Sitzheizung anmachen und ganz entspannt zur Arbeit fahren. Aber das haben wir nicht getan. Wir sind sogar dann sozusagen bei 2 Grad Außentemperatur abends nach Hause gefahren. War auch eine Erfahrung. Habe ich keine Lust, das ständig zu erfahren. Respekt an die, die wirklich jeden Tag mit dem Bike unterwegs sind. Der Mittwoch war dann schon so ein bisschen entspannter. Das Wetter hatte mich belohnt mit Sonne und ich bin auch dann noch mal ein bisschen durch den Park gefahren und habe einfach mal so die Seele baumeln lassen beim Fahrradfahren, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Donnerstag war dann der Tag, wo ich sage, okay, super, jetzt hast du es fast geschafft, deswegen machst du es noch. Also mir fiel es schwer, zumal der Arsch wehgetan hat, die Oberschenkel. Es war eigentlich irgendwie so ein bisschen eine Qual, aber der Freitag war dann halt die Entschädigung. Und der Freitag, der hat richtig Spaß gemacht, weil A, erstens hast du es geschafft, zweitens war noch relativ gutes Wetter und drittens fühlt man sich dann wirklich schon nach dem 5. Tag ein bisschen fitter und man hat irgendwie auch mehr Laune und ist einfach so ein bisschen fröhlicher vom Gemüt her. Und das war, wie gesagt, die Woche, die ich so beschreiben kann. Und ich bereue es nicht, mit dem E-Bike gefahren zu sein. Und ich bereue es auch nicht, dieses Experiment gemacht zu haben. Denn teure Studien, die werden ja angefertigt über das E-Bike. Und liebe teure Studien, also einfach wirklich mal selber eine Woche fahren. Und schon habt ihr eure Studie komplett weg. Es macht Spaß, mit dem E-Bike zu fahren. Und man verliert auch Kilos. Und das ist das Wichtigste. Und ihr müsst auch keinen Ernährungsplan schreiben. Ihr müsst in der Form eigentlich gar nichts machen. Bewegung sind ungefähr 30% vom Abnehmen, Ernährung natürlich 70%. Wenn man es richtig machen möchte, dann kann man es sehr gerne tun. Ich wollte euch hier nur ein bisschen was beweisen, dass es wie gesagt auch möglich ist, mit dem E-Bike abzunehmen. Die Radsportler unter uns, die werden natürlich sagen, was will denn der jetzt hier mit seinem E-Bike etc., ist natürlich richtig. Ich bin so ein kleiner fauler Mensch, der sich natürlich gerne bewegt, wenn schönes Wetter ist und nicht gerne bewegt, wenn es draußen regnet, wie eigentlich jeder zweite von uns. Und das ist sozusagen mein Experiment gewesen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn ihr solche Erfahrungen habt, ähnliche Erfahrungen mit dem E-Bike beziehungsweise auch mal abnehmen möchtet, oder es vorhabt, dann schreibt es mir doch direkt hier in meine Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Und ansonsten lasst mir sehr gerne ein Abo da, ein Like da oder wie gesagt halt den freundlichen Kommentar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sehr gern bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye und winke, winke.